eine Art Impfzwang. Ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wenn jeder von uns ein Stück weit zurückdenkt, was er in Deutschland schon erlebt hat, werden wir feststellen, es ist auch bar jeder Vorstellung. Den gelben Impfpass lässt sich die Kita-Leiterin in diesen Tagen von allen Eltern zeigen. Tanja Rittgeroth muss überprüfen, welche Kinder gegen die Masern geimpft sind. Seit diesem Monat gilt nämlich das Masernschutzgesetz. Für uns ist es erstmal ein bisschen Arbeit, das alles zu archivieren. Aber es ist für uns dann einfach klar, dass alle Kinder gegen Masern geimpft sind. Noch ist eine Übergangsregelung bis Mitte nächsten Jahres in Kraft. Dann müssen neben den Kindern auch alle Erzieher geimpft sein. Die Regel gilt auch für Schulen, sonst drohen Bußgelder. Neue Kinder darf die Kita schon jetzt nur mit Impfnachweis aufnehmen. So eine Art Impfzwang. Ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft.